Hallo, da sind wir wieder. Heute zeigen wir dir die wichtigsten Häkeltechniken der Degetamura aus Schritt 2. Wir beginnen mit dem großen Quadrat. Das Quadrat häkelst du in Hin- und Rückreihen. Die ersten drei Reihen haben wir bereits gehäkelt. Zwei Reihen mit halbem Stäbchen und die dritte Reihe mit einem Muster, bestehend aus Luftmaschen und einfachen Stäbchen, die du in eine Einstichstelle häkelst. Hier die Luftmaschen. Hier die einfachen Stäbchen in eine Einstichstelle und wieder Luftmaschen. Die einfachen Stäbchen in eine Einstichstelle und die Luftmaschen. So entsteht später eine Lochmusteroptik. Jetzt beginnen wir mit den halben Stäbchen der vierten Reihe. Vorab hast du deine Wendeluftmaschen gehäkelt und kannst jetzt mit den halben Stäbchen, die du immer um die Luftmaschen häkelst, beginnen. Einen Umschlag machen, um die Luftmaschen einstechen und ein halbes Stäbchen bilden. Das nächste halbe Stäbchen, um die Luftmaschen zwischen den einfachen Stäbchen deiner Vorreihe. Das nächste halbe Stäbchen, wieder um die Luftmaschen. Und erneut ein halbes Stäbchen um die Luftmaschen zwischen den einfachen Stäbchen der Vorreihe. Noch einmal, genau zu sehen, ein halbes Stäbchen um die Luftmaschen, das nächste halbe Stäbchen um die Luftmaschen der einfachen Stäbchen deiner Vorreihe. Jetzt kannst du das Muster der dritten und vierten Reihe fortlaufend wiederholen. Die genaue Anzahl der Reihen entnimmst du deiner Anleitung. Und jetzt viel Spaß beim Nacharbeiten!